Das Geile war auch. Oh, oh, das ist eine Frau! Hallo, wir wurden gerade angegriffen vom Fliegerauto. Ja, ja, bitte. Gib der Barmanagerin ein Signal. Ja, ich hub doch. Wir werden bombardiert. Madame, ja, bitte. Bitte. Hier, ich versuche mein Bestes. Moin, Leute. Nach einer gefühlten Ewigkeit gibt es am heutigen Tag endlich mal wieder eine neue Folge von GTA 5 Online zusammen. Mit dem kompletten Freedom Squad. Hi, Jungs. Hallo. Und meine Damen und Herren, ich habe mein Zimmer absolut in Weltklasse Nachtclub verwandelt und wir werden den neuen DLC anzünden. Was macht ihr denn da, Mann? Au! Ich werde mir einen Nachtclub holen, meine Damen und Herren. Ich weiß zwar nicht ganz genau wie. Zombie meinte, ich muss hier irgendwie einfach mal ins Internet gehen. Nachtclub in Strawberry, Mission Row, Vespucci. Hallo, ich war gerade im Internet. Ja, dieses charmante 20er-Jahre-Gebäude in Del Piero, weil das ist auch nah bei mir an meinem Zuhause, wird gekauft. 1,6 Millionen Dollar. Oh, jetzt kann ich hier den Stil auswählen. Nee, ich möchte ihn so machen, wie es bei mir im Hintergrund auch gerade aussieht. Alles ein bisschen blau. Ja, sieht geil aus. Beleuchtung. Oi! Alter. Ich nehme die fancy Beleuchtung. Und die kostet 200.000. Nachtclub-Name. Leute, wie heißt unser Nachtclub? Die Manuals. Omega, Gefängnis, cool Paradise. Der Schweinestall. Das ist echt ein guter Clubname. Ja, aber wir können nur zwischen den Vorgefertigten wählen. Galaxy. Ich hatte mal ein Minecraft-Projekt, was Galaxy. Nee, Technology. Nee, wir gehen ins Galaxy. Okay. Lager? Tänzer? Ja! Oh. Wir bekommen Tänzer? Können wir nicht tanzen in unserem Club? Sollen zwei Frauen tanzen, zwei Männer oder eine Mann und eine Frau? Bin für Gleichberechtigung. Ja, würde ich auch sagen. Da hat jeder was davon. Und der Stil? Ja, die sind so bunt angemalt. Trockeneis? Ja, auch Trockeneis. Oh, ich liebe Trockeneis. Leute, das kostet mich 3 Millionen. Ach, hast du doch. Hast du doch geerbt? Ja, stimmt. Ja, wird gekauft. Zack, Alter. Kauf ausstehen. Glückwunsch. Wegpunkt setzen. Wegpunkt fehlgeschlagen. Alter, was ist das für ein Limo? Geh hinten rein, Maudado. Okay, ich bin da. Hallo, Manuel. Ah, nee, wir müssen mit Zombies Auto fahren. Manuel, bist du blöd? An? Ach, Mann. Alter. Hier, damit jetzt fühle ich mich aber underdressed. Bitte guck mich nicht an, Paluten. Du hast nicht mal ein Shirt an. Aber mein Tattoo sieht man. Du bist einer meiner Tänzer. Ich hab F gedrückt, habe ich an der Tanzuni gelernt. Ah, ja, ja, das dachte ich mir schon. Du nicht? Okay. Was ist mit Spudemann? Spudemann, ja, Spudemann kann hier einsteigen. Blauer Spudemann. Ja, und die zwei Plätze hier vorne sind für uns, falls vorne sind die beiden blauen Spudemanns. Okay, Spider-Man 1 und Spider-Man 2. Ab zum Nachtclub. Oh, ich bin echt wohl. Ist der schon markiert? Nein, ist er nicht. Ich zeige ihn dir. Er müsste hier oben irgendwo sein. Ich kann nichts markieren. Da, wo ich wohne. Weißt du, wo ich wohne? Nee. Ja. Ja, doch. Ich glaube, wir sind Nachbarn. Nachtclub eines Konkurrenten. Nachtclub eines Konkurrenten. Nein, nein, nicht zum Konkurrenten. Vielleicht sehen wir... Nee, aber hier sehe ich einen Nachtclub. Ich ruf mal Toni an, okay? Ja, ruf mal Toni an. Hey, bei Toni ist besetzt. Ja, dann versuch's nochmal. Sturmklingel. Okay, ich ruf nochmal bei Toni. Ah, erstklassige Wahl. Komm mal vorbei, sobald du Zeit hast. Ist wieder besetzt bei Toni. Müssen wir vielleicht in Palutens Gruppe, damit wir in seinen Club können? Kann das sein? Wahrscheinlich, ja. Ja, Paluten muss, glaube ich, einfach Gruppenleader werden, damit wir da überhaupt hin können. Ah. Deswegen müssen wir glp.tv verlassen. Okay. Ah, warte, jetzt geht's, glaube ich. Ich sehe meinen Club. Ja, du musst uns einladen. Okay, kein Problem. Oh, perfekt. Oh, bin wir gerade angezeigt? Nein, ich bin irgendwie GTA-Lobby gegangen. mir wird's nicht mal angezeigt. Lass doch, ey, ist dem Job der Pacific Standard drauf. Und wir wurden aus dem Wagen gekickt. Geil, dein Auto ist abgeschlossen, ja, danke. Ich bin in das Motorradclub-Menü gegangen. Aber ich sehe jetzt deinen Club auf der Map. Okay, ja, genau, ich sehe den auch. Lad mich nochmal ein. Warten wir noch auf Zombie. Ja, wir warten. Das müssen wir zusammen erleben. Das wird so klasse. Wieder da. Ja, dann chillen wir ein bisschen hier. Gucken wir mal. Wir gucken uns das einfach mal von außen an. Ich muss mich unbedingt umziehen. Alter, ja, ich bin perfekt gekleidet für einen Club. Ja, ich auch. Aber du kannst mich einladen, Paluten. Okay, warte. Ich hab's Outfit dafür. Ich hab auch noch so einen Hut. Mitarbeiter einstellen. Freunde. Alter, wir wirklich. Ey! Spudemann, schlag nicht Maudado. Du hast so Stress. Hör auf. Alter, beleidigst du gerade den Clubinhaber? Ja. Ja. Oh nein. Oh Gott. Der Messer. Hast du einen Invite, Zombie? Ja.
Boah. Was macht ihr denn da? Kein Streit. Seht das? Paletta, hilf mir. Nein. Oh Gott. Mein Kanister war leer. Ach, Leute, ich hab den Club gerade erst eröffnet. Warte, bitte. Nein, warten Sie. Hat schon guten Ruf. Okay, warum schießt der auf uns? Wer? Hier ist der Typ. Jetzt nicht mehr. Alter. Oh nein, Maudado, das geht in die Hose. Er hat angefangen. Er hat so oder so. Er kam einfach vorbei. Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Ich zieh mich um. Oh, jetzt bin ich gespannt. Siehst du genauso cool aus wie der Aslak? Ich bin ein Zombie-Fan. Hallo, ich guck immer die Videos. Kann ich das nochmal wechseln? Au! Ach, das kommt dabei raus. Ja, wir müssen ja nur in den Club. Das war ein anderer. Meine ganzen Einnahmen werden sinken. Wenn das hier ein Schlachtfeld ist. Ja, dann kommen die erst recht. Ja. Hey, Leute. Das lesen die in Nachrichten und dann wollen sie... Okay, alles schnell ab in den Nachtclub, okay? Ja. Okay. Zack, rein. Oh, Gott sei Dank. Ding dong. Oh, das hätte auch in die Hose gehen können. Ja, das soll ein Live-Event sein. Wir brauchen Licht. Wer ist das? Ist das Tony? Bestimmt. Also gehen wir das mal das durch. Das ist Dena. Das ist Tony. Dena. Sie sieht ein bisschen so aus. Ja, die Haare am Anfang. In ein paar Jahren? Das ist Denas Zukunft. Ja. Tja, weißt du, ganz ehrlich, wir werden alle nicht mehr YouTube für immer machen. Irgendwann werde ich dann auch einen Nachtclub aufmachen, zusammen mit Dena. Das wird ein Time of my life, Alter. Warum nicht mit uns? Nein, das ist doch unser Nachtclub. Der gehört uns allen. Aber Dena und dir hauptsächlich? Nein, den schmeiß ich raus. Oh, wenn er das hört. Ah, das ist Tony. Das ist echt Dena. Nein. Ach, nur der Besitzer hat Zugang zum Barbereich. Ach, Mann. Habt ihr nicht die Katze? Ich hab die. Nee. Die sehen gar nicht Dena. Ja, nee, ich lauf hier rum. Ach so. Wir haben hier die Katze. Tony redet. Deswegen seid ihr nicht da. Hier ist ein Tony auch bei uns. Oh, da ist Dena, ich sehe ihn. Ich schaue in den Spiegel. Ja, hat er seine Lederjacke an? Ja, also sehe ich Dena. Bei mir ist es momentan noch so, dass der Schuppen richtig schäbig aussieht. Richtig freundlich. Ja, normal. Wie normal? Ist doch dein Laden. Vielleicht kann man den noch aufbessern. Ich dachte, das ist unser Laden, Manuel. Zombie. Ja? Und Paletta, das muss ich dir gleich auch zeigen. Guck mal, wenn ihr reingehst, was passiert mit dir? Du wirst weggeslidet manchmal. Was? Mann, ich möchte jetzt anfangen. Ich bin wieder da. Ja, das ist ja auch klasse, dass du wieder da bist. Ein DJ! Besorg mir einen DJ! Wo seid ihr denn? Wir tanzen schon. Ihr tanzt wirklich Leute, schon? Leute, wartet! Nee. Wartet nicht ohne uns tanzen. Jetzt geht's aber auch, glaube ich, los. Weil wir müssen jetzt DJ... werden uns die Räume gezeigt. Ach komm. Aber ich möchte das auch nicht skippen, das interessiert vielleicht auch die Leute. Ja, die finden das ultra. Oh, guck mal, hier sieht's gut aus. Jede Menge Platz, viel Lagerraum. Oh, da können wir ganz viel Blumenkohl lagern. Ja! Blumenkohl? Ja? Hä? Das ist der Renner. Das gehört doch in jede Disco. Was ist? Kein Blumenkohl, kein Zombie. Das ist sein Motto, ne? Das ist wirklich sein Motto. Auch wenn du irgendwo zu Besuch bist. Um diesen Schuppen zu öffnen und die richtigen Leute anzulocken, brauchen wir Solomon. Wen hast du noch? Vielleicht haben wir auch Auswahl. Okay, du besorgst Personal und eine Musikanlage. Ritual Sacrifice, dieses Festival. Ich glaube, wir müssen in die Wüste, Leute. Ja, bisschen Sand für die Party. Ja, cool. Jetzt bin ich da. Ja. Ja. Da, hinter dir. Oh. Ja. So, folgt mir mal bitte. Ja, okay. Wir müssen über eine Sache mal eben reden. Ja, welche Sache? Guck dir mal hier gar nichts an. Komm einfach mal mit. Ja, ich komm. Weil das kann echt nicht sein. Du bist hier durchgegangen. Ja, hoch. Ja, in die VIP-Area? Genau. Okay. Komm mal rein. Ja. Dann hier durch. Oh, warte, jetzt wird mir gerade was gezeigt. Das ist dein privates Büro. Tony hat schon angefangen, diesen Bereich zu renovieren und teilt sich den Platz mit dir. Logge dich in deinen Computer ein und rufe die Nachtclub-Management-App auf. Um den Rest deines Clubs einzurichten. Perfekt. Ja, Manuel, was möchtest du zeigen? Ja, komm mit. Ja. Zombies sind schick aus. Danke. Ja, für den Club. Ja. Du kannst Barkeeper und alles noch einstellen. Ich muss gleich einen DJ oder so suchen. Jo, noch einen Barkeeper. Nee, du musst was ganz anderes machen. Komm mit. Was Pass denn? Auf. So. Okay. Was ist bei dir falsch gelaufen? Guck dir die Toiletten an. Was denn? Putz!
Guck dir den Laden mal an, was ist denn das für eine ekelhafte Scheiße hier? Ja, es wird noch im Club so. Es wird noch renoviert. Du bleibst jetzt hier. Lass mich doch bitte raus! Hol den Lappen. Modalo, halt ihn fest! Das Einzige, was noch reinkommt, ist eine Twinsy-Toilette. Oh ja, das war schön. Aber die Toiletten bleiben vollgeschissen. Das ist Anordnung. Das ist der Stil. Ja. Des Clubs. So, warte dafür mal. Steht ich hier. Muss jetzt mal kurz hier hochgucken. Ah, oh, das ist ein geiler Platz. Zack, ich gehe mal auf die Management-App. Okidoki. Ja. Vorbereitung Personal. Oh, das könnte unsere... Ah, es gibt so Vorbereitungsmissionen. Also ja, unser neues Ding. Zack, Personal. Ich habe jetzt, glaube ich, was gestartet. Hä? Er pottet sich weg. Haben wir nicht beim letzten Mal vergessen, die Welt ja, fertig zu retten? Ja, hol das Personal ab. Ja, wir sind explodiert kurz vor Ende, glaube ich. Okay. Ja. Hallo, ich kann nicht ein... Zack, hallo? Hallo? Tony ruft mich an. Er will, dass ich Nachtclub mache. Hä? Warum können wir nicht einsteigen? Ich kann nicht rein. Wieso könnt ihr denn nicht mit rein? Ach, weil du uns erst in den Club einladen musst. Du musst uns in den Club einladen. Ach so, ja, warte. Du musst den Dings entfernen und dann in den Club einladen. Warte, Manny, jetzt auf mein Auto zu treten. Okay. Warte mal, in welchen Club? Dann darf da nur einer rein. Muss aber nur helfen, Paluten hat das Auto. Aber wir müssen ihn einfach nur beschützen, okay? Ja, ja, genau. Ja. Beschützt mich. Aber ich habe kein Auto. Alter, guckt euch mal, was für eine geile Karre ich habe. So, okay, Paluten, fahr los, wir beschützen dich. Ja, okay, fahr lieber schnell, bevor er ausrastet. Hole das Nachtclub-Personal ab. Ah, das ist auf der Map markiert. Oh, oh. Oh. Ich hab ein bisschen Angst. Gott, hier das ist echt eine gefährliche Lobby für die Mission. Hinter mir ist schon irgendwas exploded. Warte mal, ich guck mal, wo der nächste... Oh Gott. Okay, am Strand ist. Irgendeiner macht so einen Wagen. Schneller. Nee. Alter, der Wagen ist ja geil. Oh, warte, ich guck mal, das Auto. Ich kann ja dann fahren. Ja, guck mal, das Auto. Das Auto von Paluten ist echt schnell. Ist auch voll geil. Hörst du deinem Ich weiß auch gar nicht, was für einer das ist. Oh, ich muss angeblich... Was, hat ein Auto noch dazu geschenkt bekommen? Ja, scheinbar. Mann. All den guten Kram. Alter, das Navi hat mich ja richtig verarscht. Ach so, deswegen konnten wir auch nicht einsteigen, weil die Leute steigen da alle ein. Stimmt. Ach, Palette. Ja, was ist los? Hier warst du mal, ne? Ja, hier war ich sogar letztens. Ich war ja letztens auf der E3 und da war ich auch hier. Das Geile war auch. Oh, das ist eine Frau! Hallo, wir wurden gerade deine Achtung, wir werden angegriffen vom Fliegerauto. Ja, bitte. Gib der Barmanagerin ein Signal. Ja, ich hub doch. Wir werden bombardiert. Madame, ja, bitte! Bitte! Ich versuche mein Bestes. Ah, du hast ihn abgeballert? Ich hab ihn abgeballert, oder? Manu hat ihn abgeballert. Danke, Benny. Er hat mich getötet, währenddessen hat Manu ihn getötet. Vielen Dank. Oh ja. So, okay, fahr Tony, dich. Ja, lauf! Ja, Tony hat mich angerufen. Hey, Conny, unsere Schnapslady. Ah, ja. Das war die Schnapslady, die ich abgeholt habe. Ich muss jetzt erstmal ein neues Auto suchen. Ah, okay, ich muss erstmal zu der Person. Weil die andere ist näher am Club dran. Sollen wir den abballern, Leute? Keine Ahnung. Nur die Leute, die uns töten wollen. Oh Gott. Ich hab grad einen kleinen. Ja, so Palette. Wenn er nicht einsteigen will. Oh, da, nein, wir sind wieder bei dir. Hallo. Okay. Vielleicht fährt er aber auch zur Person und stellt sich da aus dem Passivmodus raus. Genau. Na, ich glaub nicht, dass er die Position der Person direkt weiß. Oh Gott, was macht ihr? Alter. Obwohl doch, er fährt da auch hin. Ja, deswegen ist er sehr verdächtig aus. Jetzt hier rechts, ja, der eine ist auch hier in der Nähe. Oh nein, ey, komm schon, der darf die jetzt nicht wegballern. Ja, aber weiß jemand, wer der Böse war? Ja, nee. Die wir gerade hinten zurückgelassen haben, das die ist ja nicht. Die heißen ich meine ja den Namen. Was ist denn hier los? Hä? Was ist denn hier gerade? Ich hab's gerade auch gesehen. Achso, ihr seid das im Helikopter. Ja. Ja, wir nehmen den zuerst mit. Oh, Alter. Nein, hey, oh Gott, weg, Alter. Nein! Das ist mein Bodyguard! Nein! Komm rein, Bodyguard! Lass dich schnell! Steig bitte ein. Ja! Okay, jetzt nur noch den letzten. Und dann habe ich die können nur beim Palast. Ich glaube auch, ja, dafür ist der Wagen doch da. Noch neue Hitköpfe. Okay. Sehr gut. Da einer für dich, Manu. Oh, geil. Oh, Tony ruft wieder an. Hi, Tony. Ist Marcel an Bord? Marcel ist auch hier. Den hat er aber anders. Hey. Was passiert? Nix. Nix. No, alles in Ordnung. Alles ist gut. Die sagen auch, dass Solomon toll ist. Da sind zwei Helikopter. Ja. Seid ihr das? Jagt Zombie gerade. Oh Gott. Okay, die letzte ist gleich da. Also ich bin gleich da bei der letzten. Ihr wisst, was ich meine. Hey, wo muss ich denn hin? Oh, ich bin falsch gefahren. Leute, was macht ihr da? Nix. Leute, ich sehe nur zwei Helikopter und alle. Hä, wo muss ich denn da rein? Falsch gefahren. Du musst die Zwischenstraße nehmen. Ach so. Ah, und oh. Warum leben wir noch? Hallo. 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 Da, ich glaube, das ist Solomon. Boah.
Ah nee, das ist mein Lagerhaustechniker. Was macht der denn mit diesen komischen Leuten? Wo lebst du? Ist das Zombie auf dem Motorrad? Oh Gott, oh Gott! Ich wollte das Motorrad von dem. Nein, jetzt fährt er ja, weg. Ja, warte. Ich mach den fertig. Okay. Ich stopp, ich halte ihn an. Okay. Ich will ihn nicht töten, ich will ihn nur runterwerfen. Ja, ich bin hier kein Mörder. Ich kann gar nicht schießen. Mach ihn platt. Ich kann nicht. Wie? Gehört dir? Kann ich. Okay, ich töte ihn lieber nicht, wenn ich ihn nicht töten kann. Ja, also, ja, wenn ich das nicht runterwerfen kann. Vielleicht gehört dir, ist es der Bodyguard? Das konnte der Bodyguard, vielleicht habe ich hier irgendwie noch einen super Special Guest. Ja, wir sind die Special Guests. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ja, wieder zurück zu deinem Club. Ach so, ich dachte ja, weil das so eine. Oh, wart ihr das? Nein. Das ist nein, anders. Komm schon. Oh, schnell, weg hier. Ja, ich beeile mich. Ich versuche in ihr reinzurasen, wie auch immer das ist. Das bin ich, Mann. Ach, du bist das? Oh Gott. Was? Das ist mein Herzinfarkt. Ich dachte mir auch so, komm schon. Oh, hier ist aber noch jemand anders. Oh, Alter. Wollt der uns töten, könnten wir nichts dagegen tun. Ja, bestanden. Ja. Das Personal wurde zum Nachtclub gebracht. Nice, wir haben so viel gemacht. Wir waren wirklich... Ja, was? Wir haben euch beschützt, also... Oh, da. Ich bin im Club. Ja. Oh, Tony ruft an. Okay, we've got our core team. Wir haben unsere Kernmannschaft beisammen. Wenn wir jetzt noch das nötige Sound-Equipment in die Finger bekämen, dann könnten wir die Vorbereitung starten. Okay, ich muss wieder an den Computer. So Leute, das war's mit der ersten kleinen Folge vom neuen GTA DLC After Hours. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Schaut unbedingt bei Zombie Maudado und German Let's Play vorbei. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.